sind wir til kanalen. Hej. Hej. Hvad hedder I? Jeg hedder Anton. Hej. Jeg hedder Frederik. Frederik. Markus. Ja. Jeg hedder Silas. Hej så. Går det godt? Ja, det går meget. Okay. Har I subscribet til Kars kanal? Ja. Ja, vi skal lære alt det lort, der er. Vi skal lære alt det lort, der er. Hallo, ich bin heute auf der Schule Hillerød-Vestskolen. Ich sitze hier mit 5 Schülern. Ich bin hier 2 Stunden gewesen, habe viel über mich erzählt. Und jetzt versuchen wir ein kleines Gespräch zu führen. Wenn nicht auf Deutsch, dann auf Dänisch. Aber Deutsch, die können alle Deutsch sprechen. Ja? Kein Problem. Wie heißt du? Ich heiße Maya. Ja, du heißt Maya. Wie heißt du? Ich heiße Ida. Du heißt Ida? Ich heiße Bekir. Ja. Ich heiße Anton. Ich heiße Jeppe. Du heißt Jeppe, ja. Wie alt bist du? Ich bin 15. 15, ja? Ja. 15 Jahre alt. Seid ihr alle 15? Ja. Nein. Nein? Ich bin 14. Du bist 14 Jahre alt. Aha. Ich bin 14 Jahre alt. Du bist 14 Jahre alt. Okay, und du? Ja, ich bin 14. Ja, und du bist 14 Jahre alt. Aha. Wie findest du Jeppe Deutsch in der Schule? Ist das schön, gut? Keine gut. Nicht so gut? Warum nicht? Ich hasse Deutsch. Deutsch ist ein krasses Fach. Ja, ein krasser Fach. Oh, schön. Yes. Ja, warum findest du es krass? Grammatik. Die Grammatik, du magst. Die Grammatik ist gut. Ja. Deutsch ist ein krasses Fach. Krass? Ja? Ja. Schön? Ja, schön. Gut? Ja, gut. Und du? Deutsch ist ein sehr krasses Fach. Warum? Das Grammatik. Die Grammatik, ist, ja. Die Grammatik. Ist gut. Ist gut, ist, ja, die Grammatik ist gut. Ja, und du? Nein. Nein, du magst die Grammatik nicht? Nein, das ist nicht, ist das schwierig, schwer? Ja. Ja, es ist ein bisschen schwierig, ja. Und das Schwierigste, das Schwerste, der zu sprechen, Deutsch zu sprechen. Yes. Also, erzähl, Tysk. Ja. Det der er svært. Yes. Das ist det. Man kan grammatik lære, du auch. Man kan læse, man kan arbejde. Det er sehr svært. Diese Schule heißt Hillerød-Vestskole. Sehr gut. Wie heißt du? Ich heiße Rasmus. Du heißt Rasmus. Wie alt bist du? 15 Jahre alt. Du bist 15 Jahre alt. Aha. Ja. Wo wohnst du? Hillerød. Du? Ja, ich wohne. Du wohnst? Nein, nein. Ja? Ich wohne in Hillerød. Das ist korrekt. Aha. Wohnst du in einem Haus? Ja. Du wohnst in einem Haus. Ist es ein großes Haus? Ja. Es ist, ja. Es ist groß, ja. Aha. Wie heißt du? Ich heiße Markus. Du heißt Markus. Okay, wie alt bist du? Ich bin 15 Jahre alt. Ja, okay. Wo wohnst du? In Hillerød. Ja, in Hillerød, ja. Wohnst du in einem Haus? Ja. Du wohnst in einem Haus, ja.
Ist es ein großes Haus oder ein kleines Haus? Ist ein kleines Haus. Ein kleines Haus? Ja. Aha. Hast du einen Bruder? Ja. Du hast einen Bruder? Ja. Ist er groß oder klein? Groß. Er ist groß. Aha. Wie alt ist er? Nein, du siehst 17. 13. Sein kleiner Bruder. Ja, er ist klein. 13 Jahre alt. 13 Jahre alt. Ja, ja. Er ist klein. Hast du einen Bruder? Ja, ich habe zwei. Zwei Brüder? Großbruder. Zwei große Brüder. Aha. Wie alt sind sie? 20. Ja. Und 13. Und 30. Ja, okay. Das sind große Brüder. Ja, ja. Du ein Efternöler. Ja. Ja, ja, das ist gut. Ist Deutsch schwierig? Schwer. Ja, ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Was ist schwierig? Grammatik. Die Grammatik, das ist richtig. Ist das auch für dich schwierig? Ja. Ja, das ist schwierig. Das ist richtig. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Rasmus. Sehr schön. Wir sehen's. Tschüss, Karl. Tschüss. Vi har været op på Hillerød Vestskole, en super dejlig skole og nogle fantastiske 8. klasse elever. Vi var inde i 8. C og 8. A. Tusind tak for virkelig fine timer. Det var så lækkert. Bettina og jeg har hygget os, og jeg synes, det var fantastisk at møde. Jeg håber, vi ses i 9. klasse, så får vi lige op og siger hej til jer. Tschüss!